So, ich zeige Ihnen jetzt hausgemachte Gnocchis mit Mangold, Rieslingrahm und Stör. Für die Gnocchis brauchen wir Pellkartoffeln, vorwiegend festkochen haben wir. Dann ein bisschen Mehl, ein bisschen Grieß, ein bisschen Muskat und Salz. Ein bisschen Wasser, falls die Masse eben nicht zu trocken wird. Das ist jetzt alles in die Schüssel hier. Das Mehl, den Grieß. So, dann mache ich ein bisschen Salz und Pfeffer. Bei uns sind immer die Pellkartoffeln ein bisschen vorgewürzt. Dadurch nie zu viel nehmen, sonst werden die Gnocchis grau von dem Muskat. Jetzt knet man das. So, und wie Sie sehen, ist es jetzt ein bisschen zu trocken. Ein bisschen Wasser rein. Bis der Teig sich so ein bisschen von den Fingern löst. Wird immer ein bisschen klebrig, aber so. So, das war's schon. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Mehl drauf. Sie auf der Fläche klebt. Sie werden vielleicht hier ein Holzbrett nehmen. Kneten in eine kleine. So, dann machen wir hier eine Rolle. Ist ganz Ihnen überlassen, wie Sie die schneiden. Wir schneiden immer Rauten, damit der Gast auch sieht, dass es frisch gemacht ist. Die Gnocchis jetzt ins kochende Wasser geben. In das Wasser ein bisschen Salz reinmachen. So, die jetzt immer ankochen und dann 15 Minuten ziehen lassen. Das ist genau die Zeit, die wir dann brauchen für den Rest. Für einen gelernten Koch. Pfanne heiß werden lassen. Ein bisschen Butter. Gnocchis hatten wir jetzt hier im Töpfchen, die sind noch warm. Haben wir einfach drinnen gelassen, die sind hier ein bisschen gezogen. So, ich mache jetzt noch ein bisschen Kräuter an. Ich finde das immer schön. Ich arbeite gerne mit Kräuter. Ein bisschen Petersilie. Am Fisch ist ja ein bisschen Thymian dran. Nehme ich hier ein bisschen was weg. So. Kann sie jetzt noch ein bisschen braun werden lassen in der Butter. Und noch ein bisschen Pfeffer, Salz, würzen. Ein bisschen Muskat. Muskat, mein Gewürz. Eine Pfanne nehmen, die nie klebt. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten ist das, so bleibt das alles in der Pfanne hängen und wir haben nur Mousse. So. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de